Ja, 100 Jahre Filmforum am Dellplatz. So lange gibt es den Weltkindertag tatsächlich noch nicht, aber immerhin auch schon seit ungefähr 70 Jahren. Und in Duisburg steht er jetzt diesen Sonntag wieder an. Und wie das Programm aussieht und was überhaupt hinter dem Weltkindertag steckt, darüber spreche ich jetzt mit Katrin Bade vom Städtischen Jugendamt. Die hat das Ganze mitorganisiert. Hallo, Frau Bade. Hallo. Ja, Frau Bade, das Motto dieses Jahr ist: Wir wollen es wissen, wir wollen es sagen. Was genau steckt denn dahinter? Mit dem Motto beziehen wir uns auf den Paragraph 13 der UN-Kinderrechtskonvention, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Klingt ziemlich kompliziert, dahinter steckt aber das Recht eines Kindes, sich über ein Thema, das es interessiert, zu informieren, sich selbstständig eine Meinung darüber zu bilden und diese eben auch ausdrücken zu dürfen. Gleich, ob in Wort, Bild, Schrift, künstlerisch oder wie auch immer. Mhm. Ist das auch der Sinn und Zweck dieses Weltkindertages oder warum gibt es den überhaupt? Mit dem Weltkindertag soll auf die Kinderrechte aufmerksam gemacht werden und die Kinderrechte letztlich in das Bewusstsein der Gesellschaft gerückt werden. Das ist der Sinn und Zweck und das ist auch der Hintergrund für das große Familienfest, zu zeigen, dass wir als Stadtgesellschaft hinter den Kinderrechten stehen und auch uns dafür einsetzen, dass auch den Kindern ihre Rechte bewusst sind. Mhm. Dazu haben Sie nämlich was ganz Schönes mitgebracht, das liegt hier neben mir. Und zwar sind das solche Karten. Und da müssen Sie jetzt einmal erklären, was es damit auf sich hat. Die wird es dann am Sonntag auch geben, ne? Genau. Wir haben ja ein sehr breites Angebot für die Kinder am Sonntag im Innenhafen vorbereitet. Und natürlich gibt es viel zu entdecken und zu spielen, aber eben auch Dinge zu lernen. Zum Beispiel möchten wir eben auch über die Kinderrechte informieren. Und das ist ein kleines Quiz. Da werden Kolleginnen von mir die UN-Kinderrechtskonvention einmal vorstellen und dann eben die Kinder selbst auch fragen, was glaubst du, was sich hinter diesem Bild verbirgt? Das ist jetzt zum Beispiel das Bild, das dafür steht, dass ein Kind seine Meinung äußern darf, also eben es wissen darf und es auch sagen darf. Und die Auflösung gibt es dann hinten? Genau, das ist der Spickzettel für die Kollegen, damit sie sich nicht aus Versehen vertun, die falsche Antwort zum falschen Bild zuordnen. Ja, okay. Dann haben wir noch das hier. Können Sie jetzt zu Hause einmal überlegen, wofür könnte das hier stehen? Ein Teddybär, ein Spielball und ein Spielauto. Das steht selbstverständlich für das Recht auf Spiel und Freizeit. Denn in vielen Ländern ist es ja so, dass eben Kinder nicht die Möglichkeit haben, sich auch mal zu erholen, vielleicht arbeiten müssen oder. Und das ist das Symbol eben für ein Recht auf Freizeit, auf Erholung und auf Spiel. Genau, Spiel und aktive Erholung. Auch ganz, ganz wichtiges Thema. Das gibt es also da zu sehen, diesen Sonntag am Innenhafen, aber es gibt noch ganz viel Programm drumherum. Was können die Kinder denn da noch erleben? Ja, das Programm ist wahnsinnig vielfältig. Wir haben 111 Vereine, Träger der Jugendhilfe und Institutionen bei uns zu uns in den Innenhafen eingeladen, die zum einen sich selbst vorstellen, Informationsmaterial mitbringen, aber eben auch ein ganz, ganz breites und buntes Angebot haben. Die Jugendzentren werden noch so, haben so einen Bereich aufgebaut, wo klassische Spiele präsentiert werden, von Gummitwist und Hüpfkästchen und so weiter und so fort. Es gibt Kinderschminken, ist ja immer der Renner auf dem Weltkindertag. Das bieten natürlich wieder viele an. Vielleicht noch ganz besonders, wir haben einen Träger, der hat mehrere Hüpfburgen und auch so ein Bullriding dabei. So ein kleines Highlight. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem großen Kinderparadies, was da im Innenhafen aufgebaut wird. Jetzt ist die Frage, die Kinder gehen da ja wahrscheinlich nicht alleine hin, sondern mit ihren Eltern. Gibt es denn da auch was für die Eltern zu entdecken? Ja, selbstverständlich. Auch für die Eltern haben wir Möglichkeiten, sich Informationen zu holen. Wir haben als Jugendamt selbst auch ein großes Elterncafé, wo man sich aufhalten kann und wo man mal ins Gespräch kommen kann über Themen, die einen interessieren. Wir sind natürlich ganz gut aufgestellt, um zu sagen, in der Situation können Sie sich dahin wenden, in der Situation können Sie sich dahin wenden. Mhm. Die Träger selbst haben natürlich über ihre bestimmten Angebote ebenfalls Informationsmaterial dabei für schwierigere Situationen, aber auch über Spielgruppen, über Bildungsangebote. Also es ist sehr, sehr bunt und sehr, sehr spannend, auch für die Eltern. Und Polizei und Feuerwehr sollen auch da sein, richtig? Warum sind die da?
Die sind ja einer der gefragtesten Anlaufpunkte auch bei uns auf dem Weltkindertag. Die Polizei wird wieder vertreten sein mit ihrem Motorrad, wo die Kinder traditionell dann auch Fotos machen können auf dem Motorrad. In jedem Jahr ist da immer eine sehr lange Schlange, da muss man sich rechtzeitig anstellen. Und die Feuerwehr wird sogar doppelt vertreten sein, zum einen mit dem Jugendbereich, wo man sich dann als Eltern, als Kind informieren kann, wie schaffe ich es denn in die Jugendfeuerwehr zu kommen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite werden die aber auch ein großes Fahrzeug dabei haben. Und ich habe gehört, dass es auch Schlauchspritzspiele geben wird, wo man auch mal ein bisschen sich nass machen kann. Ja, sehr schön. Und die Anreise, die ist für Kinder kostenlos, habe ich auch gelesen. Bus und Bahn. Für welche Kinder gilt das? Das gilt für alle Kinder und Jugendlichen bis 14 Jahre. Die können an diesem Sonntag kostenlos in den Innenhafen kommen mit den Linien der DVG. Das heißt, da ist auch schon alles abgesichert. Super. Genau. Also diesen Samstag ordentlich, nee, Sonntag ordentlich Programm beim Weltkindertag am Innenhafen von 11 bis 18 Uhr. Frau Bade, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch.